Die Activia CZ bietet parallele Diagnostik für Harley-Davidson-Motorräder. Mit Hilfe des parallelen Diagnostikgeräts können Sie dank T-Adapter mit Anschluss an das Verbindungsfeld eine sichere Verbindung zum Stecker des Motorsteuergeräts herstellen, und zwar sowohl zum Steuergerät wie auch zum Stecker der angeschlossenen Verkabelung. Es handelt sich um ein sehr effektives Tool für die professionelle Diagnose der Motorradverkabelung. Dieses Tool ermöglicht einen bequemen Anschluss an das elektrische Netz des Motorrads, ohne dass Stromleiter und deren Isolierung sowie Kabelbäume zerstört werden. Die HD-Werkstätten verwenden Tools mit vergleichbaren Funktionen und diese Messadapter gehören zu deren Pflichtausstattung. Tests gemäß Handbuch des Motorradherstellers. In den Servicehandbüchern der HD-Motorräder werden die Vorgänge bei der Fehlersuche ausführlich beschrieben. Diese Anleitungen sind Bestandteil der gedruckten Handbücher für HD-Motorräder oder stehen auf dem frei zugänglichen Server serviceinfo.harley-davidson.com zur Verfügung. Parallele Diagnostik kann außer den in den Handbüchern aufgeführten Tests für drei Arten von Tests verwendet werden. Verbindungstest. Dieser Test dient der Kontrolle der einzelnen Stromleiter der Verkabelung. Der Kabelstecker des Steuergeräts ist von dem Steuergerät zu trennen. An den Messadapter ist nur der Kabelstecker anzuschließen. Auf dem Verbindungsfeld ist das gesamte Netzwerk der angeschlossenen Verkabelung übersichtlich verfügbar. Jetzt kann mit einem Ohmmeter ein Verbindungstest zwischen dem Kabelstecker des Steuergeräts und den einzelnen Sensoren oder Aktuatoren und oder deren Stecker durchgeführt werden. Hier ist ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung. Lambda-Sondentest. Test der Kurzschlussverbindungen. Dieser Test dient wieder zur Kontrolle der einzelnen Stromleiter der Verkabelung. Dieser Test ist dann hilfreich, wenn nach einem Motorradunfall die Kabelisolierung eines Stromleiters mit Verbindung an den Rahmen des Motorrads gewaltsam beschädigt sein könnte. Dieser Mangel wird in der Regel durch keinen Test entdeckt. Der Anschluss der Stecker ist der gleiche wie bei dem Verbindungstest. Auf dem Verbindungsfeld ist das gesamte Netzwerk der angeschlossenen Verkabelung übersichtlich verfügbar. Jetzt kann mit einem Ohmmeter ein Verbindungstest zwischen den einzelnen Pins des Steckers und dem Rahmen des Motorrads durchgeführt werden. Danach kann überprüft werden, ob zwischen den einzelnen Kabeln keine Kurzschlussverbindung entstanden ist. Test durch Anschließen an das Motorradsystem im Betrieb. Dieser Test dient der Kontrolle der Parameter an den einzelnen Pins des Connectors. Beim Auslesen der Parameter kann ein Vergleich mit den Parametern der seriellen Diagnostik durchgeführt werden. Dieser Test kann eine Fehlfunktion oder eingeschränkte Funktionalität der angeschlossenen Sensoren oder Aktoren oder letztendlich einen Fehler am Eingang oder Ausgang des Steuergeräts aufdecken. Die parallele Diagnostik sollte als wirksames Diagnosewerkzeug betrachtet werden, das die Funktion der elektronischen Steuerung des Motorrads kennt.